stranger since I could remember that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. Hello and welcome inside. Und zurück zu einem neuen Video. Diese Woche wieder mit einem Vlog von uns. Genau. Sorry, dass letzte Woche nichts kam, aber das hat einfach. Wir haben eigentlich schon eine Videoidee. Aber die konnten wir noch nicht ganz umsetzen, da machen wir uns jetzt nächste Woche dran. Deswegen kommt diese Woche nochmal ein neuer Vlog. Genau, und nächste Woche kommt dann was anderes Cooles, wenn das klappt. Und ja, ansonsten, wir haben heute vor, also heute ist Freitag und Juli hat heute Spätschicht. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, es ist jetzt um 11. Ja. Wir wollen heute in Höfner, weil wir da so Gutscheine haben. Was ist denn wohl? Ja, dann wollen wir noch in die Stadt, weil da muss ich noch was abholen. Und wir wollten noch mal schauen, ob wir noch so ein paar Herbstsachen finden, weil das hat unter anderem auch mit dem Video nächste Woche zu tun. Und ansonsten, in der Wohnung hat sich nicht so viel mehr getan. Ein bisschen was, aber jedoch schon. Das zeigen wir euch jetzt erstmal. So, das hier müsste ja für euch alles komplett neu aussehen. Ja. Also der Spiegel, der erst hier stand, wurde jetzt hier rüber verfrachtet. Der wird noch irgendwann mal an die Wand gehangen. Genau, und wir haben uns auch goldenes Spray bestellt, weil ich glaube, es passt einfach besser, wenn wir den Gold ansprayen, weil ja bei uns alles auch schwarz-gold ist. Deswegen wollen wir den jetzt auch Gold ansprayen. Und ich denke, wenn der dann an der Wand ist, dann sieht das nochmal besser aus. Glaube ich auch. Dann haben wir uns jetzt endlich für ein Schuhregal entschieden. Ja. Und zwar haben wir jetzt doch das, was wir am Anfang schon dachten, einfach einen klassisches Malmregal genommen mit 4 Schubladen. Genau, weil wir wollten halt nicht irgendein Schuhregal, was übelst hoch ist und offen, weil wir wollten das so minimalistisch wie möglich halten. Das ist halt alles verstaut. Ja, eigentlich. Genau. Nicht solche offenen Sachen, weil wie gesagt, das haben wir ja glaube ich schon mal gesagt, dass wir das nicht mehr wollen, weil es einfach nur Unordnung mit sich bringt. Wir hatten ja lange die Problematik, was machen wir jetzt hier in die Ecke? Haben es ja auch ewig jetzt hier einfach offen gelassen. Genau, und jetzt haben wir uns halt dann erstmal doch für eine Malm entschieden, aber wir haben auf jeden Fall auch noch so Griffe bestellt, goldene, das heißt, es kommt an jede Schublade. Ein bisschen länger, genau. So, und kann man dann so schön aufmachen und sieht nochmal ein bisschen edler aus und nicht nur wie so eine klassische Malkommode. Genau. Und dann haben wir hier vorne jetzt noch einen Jacken und anscheinend auch Taschenständer. Ja, die kommen da noch weg. Und zwar ist es auch von Maison du Monde. Genau, ja. Ja, es ist jetzt ein bisschen viel drauf. Ja, aber ansonsten ist der eigentlich voll schön, weil der ist halt gold und relativ minimalistisch. Und dann ist es halt so. Warte, ich zeig's nochmal, wenn ich von der Tür rausgehe. Damit man so ein bisschen. Ach so, wir haben übrigens noch eine neue Sache. Wir haben jetzt auch eine Fußmatte. Herzlich willkommen. Genau, also man kommt dann halt so rein. Macht doch mal ein bisschen mehr auf. Man sieht nichts. So. Ja, und dann, okay, es sieht jetzt auf der Kamera echt scheiße aus. Aber naja, weil halt meine ganzen Taschen da hängen. Aber normalerweise hängen da halt dann nur ein paar Jacken, die Mäntel, die halt nicht auf unsere Kleiderstange passen, weil die halt zu lang sind. Und deswegen, ja, haben wir jetzt uns für so ein Ding entschieden. Wie gesagt, hier kommen dann noch solche Griffe dran und der Spiegel wird aufgehangen. Und ich denke, dann wird es auch nochmal ganz anders aussehen. Ich bin ziemlich zufrieden hier vorne. Mir gefällt es ganz gut so. Ja, jetzt geht's erstmal. Genau, wir haben schon mal geredet. Vielleicht jetzt ziehen wir ein Taui oder so. Das wäre geil. Okay, ich glaube, ich wüsste, was ich mir holen würde. Echt? Ja. Diese Kommode da? So eine Kommode, ja. Ja, naja, gut. Und wir müssen auf jeden Fall auch noch irgendwo schnell anhalten und was essen, weil. Mein geiles Frühstücken. Oder so. So, Outfit-Check. Juli und ich, wir haben beide so eine coole neue Hemdjacke an. Aber endlich. Ja, dazu eigentlich nächste Woche mehr. Aber auf jeden Fall wollten wir euch schon mal zeigen. Finden wir ganz cool. Alter, wir sind gerade am Briefkasten vorbeigelaufen und da war so ein Zettelchen von GLS. Und GLS, Leute, GLS ist das Woon, ist dieses Sideboard. Komm schon, ich komme nicht auf den Namen. Sideboard. Und das steht ja jetzt mittlerweile auch schon ewig rum in der falschen Farbe. Wenn ihr die letzten Vlogs gesehen habt, wisst ihr das ja. Und ja, wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit auf diesen GLS-Typ gewartet, dass die endlich kommen. Problem ist, also die haben es halt jetzt bei unseren Nachbarn, bei dieser Autowerkstatt, die neben uns ist, abgeholt.
letzte Mal. Ah, so wie letztes Mal. Und das war richtig scheiße, weil die sind halt übelst schwer und es ist halt schon nicht so geil, in die Wohnung zu tragen. Was machst du denn jetzt? Ich weiß nicht, ich fahre immer den anderen Weg. Ich weiß gar nicht, warum ich die Ziele gefahren. Kommst du ohne Navi wieder hin? Ja. Okay. Jedenfalls gucken wir jetzt dann, wenn wir nachher aus dem Höfner gleich kommen und aus der Stadt kommen, ob das das Sideboard ist. Und wenn ja, ist es auf jeden Fall mega geil, weil dann können wir das schon mal aufbauen. Und wenn das dann auch noch an der Wand ist, Leute, dann fehlt wirklich eigentlich vorne nur noch ein Couchtisch und eine neue Lampe, also eine Stehlampe. Und ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, dass wir das jetzt dann noch weiterhin in der Wohnung stehen haben, da bringen wir das wahrscheinlich eigentlich Alter, was ist halt los mit mir? Dann bringen wir das einfach selbst in den GLS-Shop. Ja. Auch wenn es, weiß nicht, es passt mal nicht in unser Auto. To be continued. Und wir haben jetzt hier solche Glücksdosen, die haben wir neulich bekommen, als wir am Wochenende bei Ikea waren. Und da ist anscheinend in jeder ein Gutschein drin, aber man weiß halt vorher nicht, was für ein Gutschein. Und das kann man halt nur im Höfner öffnen. Und ja, klar, es ist eigentlich nur so eine Aktion, um die Leute in den Höfner zu bringen und so. Aber vielleicht haben wir ja Glück, weil wir haben drei solche Dosen und es ist ein größerer Gutschein drin. Das wäre mega cool. Und da gucken wir gleich mal, ob wir noch irgendwas finden. So, wir sind jetzt im Höfner, haben dreimal 5 Euro, also dreimal zu wenigste bekommen. Aber nicht so schlimm. Egal, er meinte so, 3 gratis Kerzen sind ja auf jeden Fall drin, ne? So Leute, wir haben 2 richtig coole Vasen gekauft, die zeigen wir euch, wenn wir zu Hause sind. Die sind echt mega. Das war jetzt echt, war zwar irgendwie jetzt nicht so krasser Rabatt, aber die wollten wir schon länger haben. Und jetzt also wollen wir... Es gibt halt immer noch 20% auf alles sozusagen. Da kannst die Maske abmachen. 20% auf alles und dann nochmal die 5 Euro und dann ja. Und jetzt wollten wir einsteigen. Okay. Setz dich doch mal rein. Ich nehme dann mal die Vasen und setze mich vorne hin. Fahr du erst raus. Die Kamera ist auf dich gehalten. So, wie ihr vielleicht sehen könnt, wollen wir jetzt ein paar Burger bei Hans und Glück essen. Und ja, ist alles da und deswegen hauen wir jetzt erstmal rein. So, wir sind jetzt noch bei Zara, nachdem wir uns die Bäuche vollgeschlagen haben, bei Hans im Glück. Und ich habe hier so einen Zweiteiler angezogen und ich finde den eigentlich ganz cool. Das Licht ist hier natürlich semi-gut, um das zu zeigen, aber ja, ich glaube, den nehme ich mit. Juli ist nochmal oben bei den Männern schauen. Und dann wollen wir nochmal TK Maxx und dann, ja, muss Juli auch schon auf Arbeit. So, wir sind jetzt aus dem Zara und ich habe richtig viele coole Sachen gefunden. Ich habe da noch die Hose in grün mitgenommen. Ich wollte eigentlich nichts kaufen und dann habe ich noch eine Bestellung abgeholt, weil ich habe da noch 2 Taschen gekauft, aber das zeigen wir euch dann alles nächste Woche in dem Video, was wir vorhaben. Und jetzt, weil es jetzt schon so spät ist, fährt Juli jetzt schon mal nach Hause und auf Arbeit, aber ich wollte noch unbedingt in der Stadt bei TK Maxx was für unsere Kommode holen. Und wenn ich dann zu Hause bin, räume ich das alles noch ein bisschen um und räume das noch so ein bisschen auf und dann nehme ich euch da nochmal mit. Damit da der Eingangsbereich dann perfekt fertig ist und meine Taschen da so weg und so. Da haben wir im Keller noch was, wo ich die aufhängen kann und so. Ja, und jetzt gehe ich jetzt mal schnell zu TK Maxx. Okay, ein Riesensprung. Es ist jetzt schon 17 Uhr. Es war wirklich so hektisch. Wir haben im Zara irgendwie voll die Zeit vergessen. Und Juli musste ja auf Arbeit und wir haben das dann einfach irgendwie gar nicht mehr. Also wir haben es irgendwie vergessen dann. Und dann ist Juli halt schon mal zum Auto gelaufen, weil wir sind ja dann mit dem Auto auch in die Stadt gefahren und erst dann zurückgefahren. Und ich wollte halt noch diese eine Sache bei TK Maxx besorgen und sie gab es einfach nicht. Also es war halt so ein Briefständer, wo man so Briefe reintun konnte in Gold. Und ich fand halt, das wäre ganz cool noch für unsere Kommode, weil wir haben ja nur diese Schlüsselkiste, also diese Schale da. Und da ist halt immer alles Mögliche drin und ihr kennt es vielleicht, wenn man irgendwie ein Paket irgendwo abholen soll oder irgendeinen Brief bekommt, dann liegt das bei uns meistens halt einfach immer da rum und ich fände es halt cool, wenn man das dann da alles so ordnen könnte und nach immer abarbeiten könnte, aber es war leider ausverkauft, es gab es noch im Schwarz, ich habe überlegt, ob ich es dann unspraye, aber irgendwie habe ich damit nicht so gute Erfahrungen gemacht, deswegen mal warten, vielleicht haben die das irgendwann wieder, aber das ist ja bei TK Maxx eher unwahrscheinlich. Naja, jedenfalls, ich habe mir jetzt meine Haare noch geglättet fürs Wochenende, damit die jetzt gut liegen. Und jetzt werde ich mal die Sachen auspacken, die wir eben im Höfner gekauft haben. Haben wir 2 Vasen gekauft und dann wollte ich noch aus dem Keller
so ein Ding holen, wo ich meine neuen Taschen hinmachen kann. Ich bin gerade irgendwie, ich habe den Fernseher gerade noch nebenbei laufen und ich bin nochmal so abgelenkt, wenn ich rede und dann, ja, okay. Okay, es ist jetzt schon ein bisschen dunkel geworden, aber ich glaube, man sieht es trotzdem noch ganz gut. Also das ist ja momentan da diese Ecke, die mir gar nicht gefällt. Generell, diese Lampe soll ja auf jeden Fall auch weg. Ich kann euch ja mal einblenden, was für eine Lampe ich mir da vorstelle. Also hier so in dem Bereich. Und das mit dem Pampasgras, das sieht auch echt nicht so schön aus. Erstens ist es viel zu wenig Pampasgras. Und zweitens sieht die Vase, finde ich, echt nicht schön aus. Und deswegen haben wir jetzt eine andere gekauft und mal gucken, wie das aussieht. Okay, das ist die neue Vase und ich finde es auf jeden Fall auch viel besser. Also ich weiß nicht so richtig. Es muss auf jeden Fall noch ein bisschen anderes Pampasgras irgendwie rein. Aber es ist noch ein bisschen dunkel, aber ich glaube, man sieht es. Aber ich finde es eigentlich auf jeden Fall, so sieht es auf jeden Fall hochwertiger aus. Nur, dass halt daneben noch diese Billo-Lampe steht, die 10 Euro bei Ikea kostet. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall so viel besser. Das passt viel besser so zu diesem Grau. Nächste Station ist hier diese Vase. Die gefällt mir auch gar nicht, weil man halt die Stiele da einfach sieht. Also es ist halt einfach keine Vase für Trockenblumen, finde ich. Deswegen, ja, wechseln wir die auch mal kurz aus. Okay, wow. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Liga, diese Vase. Die sieht auf jeden Fall echt viel besser aus. Also, wenn man ganz nah rangeht, ist sie halt auch ein bisschen durchsichtig, was ich eben noch so bemängelt habe. Oh, ich muss dieses Schild da noch abmachen. Ach, die sind aber dann immer so klebrig und dann geht das irgendwie immer nicht. Ich lasse jetzt erstmal so. Das macht doch schon mal mehr her. So, das haben wir im Höffner gekauft. Und jetzt kümmere ich mich mal um meine Taschen. Ich gehe jetzt erstmal kurz in den Keller und hole so eine Stange, wo ich meine ganzen Taschen dran machen will. So, ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Ich habe noch so ein Staubsaugerteil mitgenommen. So ein Ding für die Tür. Da gucke ich mal, ob ich jetzt dieses Taschenproblem fixen kann. Ich habe ja nun echt nicht viele, aber irgendwo müssen sie hin. So, Leute. Und damit habe ich die Situation hier auch gefixt. Die Taschen sind nicht mehr vorne, sondern hier. Ich weiß zwar jetzt noch nicht so ganz, was ich mit so großen Taschen mache oder meinem Rucksack und so, was nach wie vor noch da steht. Aber ansonsten finde ich, das ist doch eine ganz gute Sache. Und die Tür geht eigentlich auch noch zu. Da ist ja eh der Spiegel. Ja, und da ist auch so ein Noppi auf dem Boden. Da geht da nichts an den Spiegel, weil die Tür ja da stoppt. Jo, perfekt. Und jetzt ist das vorne bestimmt 100-mal aufgeräumter. So, mittlerweile ist es jetzt schon fast um 8. Ich habe da noch ein bisschen die Wäsche aufgehangen und hier ein bisschen, ja, einfach ein Haushalt ein bisschen gemacht. Und jetzt, weil wir waren ja so im Stress heute Nachmittag, dass Juli dann irgendwie auch nichts mehr gefunden hat, was er mitnehmen kann. Und da er ja jetzt nur Mittag gegessen hat und ich habe jetzt auch noch nichts weiter gegessen, außer Mittag, und jetzt nichts mit auf Arbeit hat und dann muss ich bis um 10 arbeiten, mache ich mich dann so eine halbe Stunde auf, weil ich muss doch eine halbe Stunde hinfahren mit den Öffentlichen und dann bin ich genau um 9 da. Und dann essen wir zusammen einfach, weil dann kann er halt Pause machen und dann macht er halt erst spät die Pause. Und dann nehme ich ihn gleich mit nach Hause oder er nimmt mich gleich mit nach Hause, weil um 10 ist dann Schluss und ich glaube, das passt ganz gut. So, ich habe jetzt eine Pizza, ich habe nur 10 Euro Bargeld, ist das Problem. Ich wollte eigentlich Pizza mitbringen, aber ja, das ist jetzt halt ein bisschen schwierig. Deswegen hat die noch Tiefkühlpizza, da mache ich jetzt davon was warm und hole gleich noch eine Pizza ab, hier bei einer Pizzeria in der Nähe. Und dann hoffe ich, ich schaffe das alles auf dem Weg zu den Öffentlichen und dass das alles nicht kalt wird. Und das, ja, das ist der Plan. So, wieder ein großer Zeitsprung. Jetzt ist schon der nächste Tag und auch schon der nächste Tag vorbei. Ist jetzt schon Samstagabend. Kommt gerade noch ein bisschen Sportschau. Ja, ich war dann gestern noch bei Juli und dann haben wir da nicht mehr gefilmt, weil wir haben ja dann nur noch die Pizza da gegessen bei ihm auf Arbeit in seiner Pause und ja, war nichts weiter. Das war's dann, genau. Und deswegen beenden wir hiermit auch den Vlog. Genau, wir hoffen, euch hat es gefallen, das erneute Update. Wir haben bestimmt noch weitere Folgen und lasst auf jeden Fall noch ein Like für das Video da. Genau. Und schreibt uns gerne auch nochmal in die Kommentare, was ihr euch jetzt kommend für weitere Videos wünscht. Videos wünscht, ja. Ja, weil wir haben auch schon so ein paar coole Ideen, um nicht nur Vlogs zu machen oder ihr mögt halt nur Vlogs, dann schreibt das in die Kommentare. Also ja, wir freuen uns auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Ciao.